Ein Frühlingstag, an dem sich das Leben für Stefan Standhardt für immer verändert. Er will einen Ast absägen und fällt. Querschnittlähmung. Für immer im Rollstuhl. Ich bin immer irgendwo auf Hilfe angewiesen, egal wie sportlich ich vielleicht wirke, aber trotzdem ist die Angst halt immer irgendwo da, dass sie irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, komm alleine klar. Seine Frau Annette weiß, woher die Angst rührt. Viele sind im Krankenhaus von den Frauen verlassen worden oder die Männer haben die Frauen verlassen, weil die einfach nicht damit klarkommen. Aber man muss das ausprobieren. Stefan Standhardt vor dem Unfall. Jede Minute seiner Freizeit hat er seinem Körper gewidmet. Pokale erinnern den Kraftathleten an seine Wettkämpfe, seine Triumphe. Das war mein Ein und Alles, dieser Kraftsport. Und klar mache ich ihn heute noch so gut, wie ich ihn kann, aber es ist trotzdem irgendwo nicht mehr dasselbe. Früher sah der Körper anders aus, heute sind die Beine, sage ich mal, die baumeln eigentlich nur rum. Und sich dann selbst irgendwo anzufassen, es ist schwer. Also man braucht auch eine ganze Weile. Also ich würde sogar sagen, viele Wochen braucht man dafür. Weil ich sage mal, nach dem Unfall ist es auch so, man interessiert sich erstmal gar nicht dafür. Irgendwann kommt dann das wieder und sagt, okay, fange ich mal an, was geht denn überhaupt? Was ist denn überhaupt machbar? Und dann fängt man so langsam an, sich irgendwo zu berühren. Aber so richtig, sage ich mal, dieses, wie früher es war, ich habe mich halt irgendwo gut aussehen gefühlt, ist halt doch immer diese Hemmschwelle da. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich hart. Seine Arme und seinen Oberkörper kann Stefan bewegen. Die Lähmung beginnt unterhalb seines Bauchnabels. Bereits einige Wochen nach seinem Unfall hat er mit dem Krafttraining wieder begonnen. Jetzt, 16 Monate später, geht er dreimal die Woche zur Physiotherapie. Er will wieder auf die Beine kommen. Obwohl er weiß, aus medizinischer Sicht wird es ein Traum bleiben. Okay. Jetzt möchte ich, dass du mal rüber zum Körper hier stecken. Die Werner-Wicker-Klinik in Bad Wildungen. In diesem Zentrum für Rückenmarksverletzungen werden Menschen mit schweren Querschnittlähmungen behandelt. Seit zwei Wochen liegt Ludger Gößmann wieder in dieser Klinik. Vor 18 Jahren ist er von einem Balkon gestürzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Was für mich eigentlich immer ganz klar war, ich kann mich nicht hängen lassen. Ich will in mein normales Leben zurück. Ich habe drei Kinder, ich hab Verantwortung. Vier Monate lag Ludger damals in dieser Klinik. Jetzt ist er hier, weil eine Wunde, die durch das ständige Sitzen im Rollstuhl entstanden ist, nicht verheilt. Dr. Thomas Meiners, der Chefarzt, ist ein Freund aus Kindertagen. Ja, das ist prima. Also die Entzündungszeichen sind weg, das heilt. Ne? Gucken wir mal. Ich würde es jetzt ein bisschen kleiner werden lassen und dann entscheiden wir zusammen, ob du frühzeitig in den Stuhl kannst oder nicht. Ne? Ja, also das ist ja gut, Muskel drüber, brauchst keine Bedenken haben jetzt. Schon damals nach dem Unfall war Dr. Meiners der behandelnde Arzt. Mit ihm konnte Ludger offen über seine Ängste, über seine Sexualität reden. Dass sich das ändert, das war klar. Die Erwartung, wie es sein wird, das war erstmal offen. Das war erstmal offen. Also meiner Frau damals im bei den Besuchen hier haben wir darüber noch nicht geredet. Dann kam der Tag der Entlassung. Vier Monate lang hatte sich Ludger auf diesen Tag gefreut. Endlich wieder nach Hause zu seiner Familie. Er hoffte, seine Frau würde ihm beistehen, um mit der Behinderung fertig zu werden. Nach meiner Rückkehr aus der Klinik stellte sich verhältnismäßig schnell heraus, dass etwas nicht stimmt.
Und das ist eine unerträgliche, das war dann eigentlich eine unerträgliche Situation. Man merkt irgendwie, die Ehe funktioniert nicht mehr. Irgendwo ist der Wurm drin, es stimmt was nicht. Und die Fronten sind unklar. Sie ist mit den Kindern gemeinsam aus dem Haus raus, ist in einem Ort geblieben und ist eine neue Ehe eingegangen. Seine Frau Annette ist bei Stefan geblieben. Einige wenige Freunde auch. Sie haben dafür gesorgt, dass im Garten nichts mehr an den Unfall erinnert. Lass dich los, gell? Heute ist es das erste Mal, dass Stefan zurück an die Stelle kommt, wo sich sein Leben so dramatisch verändert hat. Hier war ich ewig nicht. Hier warst du ewig nicht, gell? Nee. Doch. Hier war ich. Hier kann ich mich noch dran erinnern. Hier hat man meinen Baum gestanden, mein Lieblingsbaum, den ich abgeworfen hat. War doch hier. Hier. Hier, das war die böse Stelle. Erst kurz vor dem Unfall hatten die beiden dieses alte Haus gekauft und wollten es gemeinsam renovieren. Stattdessen geht es nun darum, das Haus behindertengerecht umzubauen. Dafür kämpft Annette bei den Behörden um jeden Cent. Allmählich wurde deutlich, die Rollen in der Familie haben sich verändert. Aus dem Macher Stefan wurde der Beobachter, der immer mehr verzweifelte. Wut auf sich selbst, warum hatte sich nicht angegurtet, warum war keiner dabei? Sag ich mal, dann wäre das alles nicht passiert. Ängste hat er auch, dass seine Frau irgendwann abhaut. Er ist damit nicht mehr klarkommt mit der Gesamtsituation, sage ich mal. Weil ich bin immer irgendwo auf Hilfe angewiesen. Egal, wie sportlich ich vielleicht wirke und auch, was ich auch viel selber mache. Aber trotzdem ist die Angst halt immer irgendwo da, dass sie irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, komm alleine klar. Also das hat man ständig. Eigentlich jeden Tag denkt man da irgendwo mal, und wenn es nur für eine Sekunde ist, irgendwo da dran. Dagegen hilft Normalität. Na, das, was ich reingeschüttet habe, das können Sie gleich in diese Radschüssel schmeißen. Ich möchte aber auch welche so essen. Nö. Das geht gar nicht. Ich esse aber keinen Salat. Ich sage immer was und das wird das sowieso nicht so gemacht. Der Chef ist wie in jedem Haushalt bei uns. Äußerlich eher. Ja. Und dann im Haus, wenn die Tür zuknallt, natürlich die Frauen. Weißt du doch genau, dass so ist. Ja, Herrin. Gib's ruhig zu. Ja, Herrin. Ich war eigentlich der, wo man aufsieht. Und das hat man auch genossen irgendwo. Und jetzt, sage ich mal, ist es halt nicht so der Fall. Also ich bin halt auf meine Frau wirklich so angewiesen, mehr wie sie auf mich, was eigentlich früher gerne ich war, der das Geld nach Hause bringen wollte. Ich wollte für die Familie da sein, ich wollte bauen. Heute baut meine Frau lieber mehr wie ich. Ich stehe da und sage ihr, wie sie es zu machen hat. 3 Wochen lang musste Ludger liegen. Zu groß war die Angst der Ärzte, dass die Wunde wieder aufreißt. Heute, endlich, darf er zum ersten Mal für eine kurze Zeit in den Rollstuhl. Die Aussicht, auf eine halbe Stunde sitzend die Welt zu sehen, macht nicht nur ihn glücklich. Seine Freundin Helga hat ihn seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Er wollte das nicht und ist doch froh, dass sie endlich da ist. Seit 15 Jahren sind die beiden ein Paar, sind gemeinsam um die halbe Welt gereist. Freunde und Bekannte stellten Helga oft die Frage, warum sie sich ausgerechnet in einen Rollstuhlfahrer verlieben musste. Helga hatte keine Antwort. Sie hatte eine Ehe hinter sich, lebte allein, glücklich, finanziell unabhängig und unternehmungslustig. Dann traf sie zufällig die Liebe ihres Lebens. Ich habe Ludger kennengelernt beim Einkaufen. In unserem Einkaufszentrum gibt es ein Café und ich dachte, trinkst jetzt noch einen Kaffee und dann fährst du nach Hause. Und dann stand er da und dachte, wow, war ein toffer Typ. Weißes Hemd,
braun gebrannt, gelbe Fliege. Ich habe gefragt, ob ich mich zu dir setzen darf. Ja, ins Gespräch gekommen und das war's. Das war's. Ja, ich habe den Rollstuhl, den habe ich überhaupt nicht beachtet. Der existierte für mich nie. Dieser Rollstuhl existierte für mich nie. Ist doch ganz schmal geworden, Rückkehr. Normalerweise hat er so einen Body. Hm? Aber das ist nach 4 Wochen. Aber das ist alles. Deswegen will ich jetzt ja auch noch hier noch was tun. Noch was tun. Leicht und selbstverständlich ist im Leben von Stefan und Annette nichts mehr. Ohne die Hilfe seiner Frau kann Stefan das Haus nicht verlassen. Ein behindertengerechtes Auto kostet Geld und wurde noch nicht genehmigt. So fährt Annette zwischen Haushalt, Job und Kind ihren Mann jede Woche 3-mal zum Training, zur Physiotherapie. Aus der Ehefrau, Geliebten und Mutter ist noch eine Krankenschwester, Fahrerin und Betreuerin geworden. Wie lang kann Annette diese Belastung noch aushalten? Stefan weiß um diese Belastung und kann daran doch nichts ändern. Na, es ist schwer für ihn. Ich meine, er hat ja früher was dargestellt. Ne? Er war Türsteher, er war Bodybuilder, er war Fitnesstrainer, er war Maurer, er war Vater, er war Ehemann, der das Geld gebracht hat und natürlich auch seine Familie beschützt hat. Früher war er halt sehr von sich eingenommen und arrogant teilweise auch. Er hatte seine guten Seiten und alles, sonst wäre ich ja nicht bei ihm, gell? Aber er war schon sehr der Egoist, würde ich sagen. Und ich denke mal, jetzt in der Position, wo er weiß, wo er mit seinen eigenen Gefühlen ja konfrontiert wird, er muss sich damit ja auseinandersetzen, wie die Situation gerade ist. Er muss ja zeigen, mir geht's jetzt scheiße. Ansonsten kann er ja keine Hilfe bekommen. Da ist es so, dass er jetzt auf die Leute zugeht und jedem alles recht machen will, dass er nicht mehr der Mittelpunkt sein muss. Er will das gar nicht mehr. Er will sich lieber zurücknehmen und allen anderen soll es gut gehen. Ja? Gerade auch seiner Tochter oder mir. Also, das war früher nicht so der Fall. Annette und Stefan haben sich ihre Liebe geschworen. In guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt, in schlechten Zeiten, ist sie nicht nur die Ehefrau, sondern auch seine Fitnesstrainerin. Für Stefan ist vor allem sie sein Grund, nicht aufzugeben. Vielleicht, so hoffen beide, kann Stefan in seinem früheren Beruf als Fitnesstrainer wieder arbeiten. Trainingsprogramme für Behinderte entwickeln. Stefan ist und bleibt ihre große Liebe. Auch wenn die Sorglosigkeit ihres früheren Lebens nur noch Erinnerung ist. Also die Liebe ist ja da, aber es ist nicht nur Liebe, es ist auch innigste Freundschaft. Ja? Es ist Vertrauen, man muss sich ja öffnen. Du bist das ja gezwungen. Hast du Geheimnisse, funktioniert es einfach nicht. Du musst einen Weg gehen. Du musst sagen, wenn dir was nicht passt, wenn ich jetzt mich verschließen würde und sage und alles hinnehmen würde und immer nur machen, jeden Tag funktionieren und eben nicht mal ausbrechen, dann würde es nicht gehen. Dann würde ich irgendwann auch abschalten. Und das weiß er, das weiß ich. Und genauso ist es halt bei ihm. Er muss mir ja sagen, wie es ihm geht oder was er gern möchte, was er nicht möchte. Und deswegen, also er ist meine Vertrauensperson, klar. Er ist mein Freund, mein bester Freund. Mein Ehemann, Vater unserer Tochter natürlich, und das ist alles mehr gewachsen. Also das ist inniger, das ist offener auch, zärtlicher. Viel, viel intensiver jetzt wie früher, muss ich sagen. Obwohl dieser schlimme Unfall passiert ist, aber man merkt halt, die Liebe ist viel, viel intensiver geworden. Alles, es ist alles harmonischer, lockerer. Man macht sich halt weniger Stress im Alltag. Und das ist halt das Schöne. Die Tage im Krankenhaus sind einsam. Das Alleinsein unterbrochen für einen kurzen Moment. Ludger hat wieder Zeit, darüber nachzudenken, wie es war, als aus der schlimmen Ahnung Gewissheit wurde. Damals, nach dem Unfall. Natürlich tastet man ab, wo beginnt das Gefühl. Aber das kann man im Prinzip ja nur an der Haut
erst einmal und an der Muskulatur. Meine Lähmung ist, also TH10, das ist ungefähr Bauchnabelhöhe, aber ich kann meine Bauchmuskulatur noch weiter drunter auch bewusst noch nutzen. Und natürlich versucht man immer noch zu ertasten und immer herauszufinden, ob sich das auch verändert. Die Entdeckung des neuen, anderen Körpers. Der Querschnitt hat an Sexualität etwas genommen, aber, und das ist, kann man erst später sagen, er hat, so empfinde ich das jedenfalls, er hat mir aber auch etwas Neues gegeben. Also das kann ich jetzt nur für mich jetzt so darstellen, ist, dass es vergleichbar ist mit anderen, mit Blinden, die ein besseres Hörgefühl haben. Wenn ein Sinn verschwindet, dann wird es durch andere Sinne kompensiert. Das zu akzeptieren dauert Wochen, Monate. Ludger hatte Glück. Er lernte Helga kennen, die sich auf ihn, auf seine Liebe, auf die veränderte Sexualität einlassen konnte. Man kann über alles sprechen. Oft ist es ja so, dass man so gewisse Dinge gar nicht anspricht. Aber das gibt es bei uns überhaupt nicht. Er sagte immer, du, das spielt sich alles im Kopf ab. Und er hat recht. Und er hat wirklich recht. Kuscheln auf der Couch mit der Familie? Vor seinem Unfall undenkbar für Stefan. Heute ein großes Glück. Besonders für seine Tochter. Die Querschnittlähmung, die Hilflosigkeit, für einige Stunden vergessen. Auch wenn Stefan es nur ungern zugibt, der heutige Tag hat ihn sehr angestrengt. Er muss sich ausruhen, ein wenig schlafen. Alles ist komplizierter geworden. Auch die Liebe, das Begehren und die Sexualität. Er hatte sicherlich Angst, was ist, wenn sie mich anfasst? Ja, oder will sie mich überhaupt noch anfassen? Oder wie soll das jetzt funktionieren? Oder, aber die Ängste sind auf meiner Seite ja genauso da. Ne? Funktioniert das jetzt und reicht ihm das denn jetzt so? Man hat schon Angst gehabt vor manchen Sachen. Also, wie reagiert man überhaupt drauf? Ist man jetzt, will man viele Sachen nicht, weil man sich vielleicht doch irgendwo auch schämt? Ich sage mal, auch Körper ist ja nicht mehr so wie früher. Also da hat man schon irgendwo richtig Angst gehabt. Aber ich muss sagen, also wir haben es sehr, sehr schön hinbekommen alles. Also es gab eigentlich nichts, worüber wir nicht reden konnten drüber. Und wir haben über alles geredet und haben auch viel ausprobiert und ich muss sagen, es gibt manche Stellen am Körper, die ich früher gar nicht kannte, die für uns jetzt, sage ich mal, sehr interessant sind. Also Sex geht ja nicht nur, für mich ist es jedenfalls so, ist ja nicht nur eine körperliche Sache. Man muss das ja auch geistig abspielen können, ja. Und wenn man dann halt eben einbaut, wie zum Beispiel, wie soll ich sagen, im Gespräch halt, wenn man verschiedene Situationen halt durchgeht und sich dadurch anregt, sage ich jetzt mal, ne, und das halt einfach ausprobiert. Muss ich wirklich sagen, man geht mehr auf die Frau drauf ein. Also man berührt sich, man streichelt sich, man massiert sich viel, viel intensiver, das Berühren wie früher. Wie gesagt, also manche Stellen sind halt gefühlsintensiver, als sie früher waren. Und früher war halt wirklich erst ich und naja, dann meine Frau. Heute ist es halt so, erst meine Frau und was mit mir ist, das ist eine ganz andere. Später oder wenn es halt auch nicht ist, ist es auch nicht schlimm. Also wichtig ist wirklich, dass, sage ich mal, meiner Frau gut geht. Er zum Beispiel ist jetzt in der Situation, er kann sich jetzt ja viel mehr auf mich einstellen, als dass er jetzt nur sein Vergnügen sucht.
Weil es ist ja nicht mehr so da, wie es früher war, ne? Also es ist eigentlich Wahnsinn. Wie gesagt, früher, ich sag mal ganz grob, 10 Minuten hat alles gedauert. Heute dauert es auch mal halbe, dreiviertel oder eine Stunde. Mit Vorspiel, mit allem, was früher einen gar nicht interessiert hätte. Dieses Vorspiel musste nicht sein. Hauptsache los und fertig. Man sagt ja immer, die Männer sind nicht so ausdauernd. Ich habe da schon jetzt manchmal so meine Probleme. Weil es kann sich stundenlang hinziehen, man kann das ausdehnen und man kann so viele Sachen machen, das kann man gar nicht beschreiben. Wenn man mich am Ohr küsst, habe ich wie so ein Kribbeln, also man schüttelt sich regelrecht, also ganz komisch, so wie wirklich, wie wenn man so einen kleinen Schüttelfrost hat, so ist das halt, aber es ist sehr erregend, also es ist nicht abschreckend, das ist meine Lust jetzt. Also ich merke es ja auch an ihm, wenn dann die Gänsehaut auf einmal kommt, ne? Wenn man nur so leicht über den Arm schon allein streicht. Und das sind halt so Sachen, das war vorher hat man da halt nicht so aufgepasst. Da fässt man hin oder streichelt hin und das war egal. Jetzt ist ja der Reiz schon allein da. Wie kann ich den anderen herausfordern? Ja? Und das ist ja das von jedem Mal zu jedem Mal entdeckt man andere Sachen. Ich komme halt nicht zu diesem Orgasmus, das habe ich halt nicht, aber ich habe trotzdem diese Erregung und dieses Gefühl dafür. Die ganze Familie ist von der Querschnittlähmung Stefans betroffen. Jeder achtet darauf, dass es dem Sohn, dem Ehemann, dem Vater gut geht. So überwacht die 10-jährige Jamie streng die Medikamenteneinnahme. Eine Querschnittlähmung verändert auf dramatische Weise das Leben, nicht nur das des Kranken. Alles wird in Frage gestellt. Gesundheit, Arbeitsfähigkeit, die Freiheit und eben auch die Sexualität. Wie kann das Leben weitergehen? Es geht weiter, aber anders. Lütke hat die Veränderungen seines Körpers angenommen und akzeptiert. Funktion wie vor dem Unfall, das wird nie wieder sein. Das bedeutet aber nicht, dass jede Sexualität, wenn man das so sagen will, damit nicht mehr existent ist. Natürlich das, was man unter bisheriger Sexualität oder, wenn man das reduzieren will auf Orgasmus, dieser Trieb, der ist weg. Das ist genommen. Wenn manche Sinne schwinden oder nicht mehr da sind, andere Sinne gestärkt werden. Und es ist eben halt schon so, dass das Tastgefühl, die Reaktion des anderen auf Berührung, das kann man fühlen. Und das ist etwas, was ich vorher nie erlebt habe. Ich habe mich selber gewundert, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tastgefühle und Berührung, dass das so intensiv sein kann. Man braucht jemanden dazu, der das auch zulässt und von dem man dieses Feedback bekommt. Auch Stefan hat sich verändert. Er ist liebevoller, verständnisvoller, entspannter geworden. Alle, Freunde und Familie, empfinden es so. Annette freut sich darüber und macht sich doch gleichzeitig Gedanken über den neuen Stefan. Ängste sind auch, ja, ist er jetzt nur so nett immer und so lieb und so offen, und weil er weiß, er ist auf Hilfe angewiesen? Oder ist es so, weil er mich wirklich liebt? Ne? Ist das jetzt einfach für ihn nur der Druck, er muss nett sein, oder macht er das aus freien Stücken? Ne? Weil er weiß, er steht ja sonst erstmal alleine da. Wer soll es denn sonst alles machen? Das sind immer so Sachen, ja, dass diese Bestätigung halt zu wissen. Oder dann auch, bin ich gut genug für ihn? Wenn ich ihn jetzt anfasse oder sonst irgendwie, spürt er das so wie früher oder eben nicht? Diese Zweifel versucht Stefan Annette zu nehmen. Auch indem er ihr Auszeiten gönnt, wie diesen Motorradausflug mit einem Freund aus Kindertagen. Eifersucht auszusprechen oder zu zeigen, das möchte, das darf Stefan sich nicht erlauben. Annette ist 30 Jahre alt, hat selbst eine Krebserkrankung überstanden.
Gerade als sie zusammen mit Stefan anfangen wollte, ihre Träume zu leben, kam dieser Unfall. Den Gedanken einfach abzuhauen, hat Annette nie zugelassen. Ihr reicht diese eine Stunde, in der sie davonfahren kann. Wie lange sie dieses Leben noch aushält, darüber macht sich Stefan Sorgen. Er hat Angst, dass sie eines Tages nicht wiederkommt oder wiederkommt, um ihm zu sagen, dass sie geht. Klar muss ich auch alleine kommen, indem, wenn sie weg ist. Dann macht man sich halt wieder die Gedanken, wo ist sie, was macht sie? Ich meine, ich gehe immer davon aus, draußen sind andere, die laufen können und die sind vielleicht interessanter wie ich, weil die brauchen ja teilweise nicht die Hilfe wie ich. Die machen alles selbstständig. Sicherlich habe ich da trotzdem die Gedanken, aber sie soll ja trotzdem ihre Freiheit genießen. Also ich will nicht, dass sie ständig 24 Stunden sich nur um mich kümmert. Das möchte ich einfach nicht. Sie soll auch ihr Leben einfach leben. Bin ich auch froh, dass er mir die Zeit gibt, dass ich am Wochenende mal zu meinen Freunden kann. Ne? Einfach mal abschalten, über andere Sachen reden, was nicht mit dem Haus, mit dem Kind oder selbst mit Stefan zu tun hat, obwohl er immer irgendwie Gesprächspunkt trotzdem ist. Ne? Aber das ist wichtig. Gelassenheit und sich einlassen auf das, was er selbst nicht ändern kann, das hat Ludger in den letzten Jahren gelernt. Und er weiß, dass 300 Kilometer entfernt seine Frau, seine Gefährtin, seine Geliebte auf ihn wartet, die ihn und seine Liebe nie in Frage gestellt hat. Wie soll man es beschreiben? Das Gefühl zu haben, man kann jemanden glücklich machen. So würde ich es beschreiben. Also mit dem Orgasmus vor dem Unfall ist das nicht zu vergleichen. Es ist anders, aber es ist nicht weniger. Sexualität anders zu leben, sich zu akzeptieren als einen Mann, der im Rollstuhl sitzt, das will Stefan auch. Und doch hat er seinen Traum, den Traum, noch nicht aufgegeben. Ich würde alles drum geben, sofort wieder laufen zu können. Das wäre, und ich gebe das auch nicht auf. Also ich kämpfe jeden Tag, ich mache meine Physio, ich mache meinen Sport und ich gebe es nicht auf. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es passieren immer wieder Wunder. Deswegen hoffentlich auch irgendwann mir. Und Annette, was wünscht sie sich? Dass wir einfach zusammen sind. Dass wir das einfach gefunden haben. Und dass er halt seine Ängste, als Mann nicht so wahrgenommen zu werden, wie er ja eigentlich ist. Er ist halt der perfekte Mann. Er ist halt nur einen Meter tiefer. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek. An einem Balkon gestürzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Was für mich eigentlich immer ganz klar war, ich kann mich nicht hängen lassen. Ich will in mein normales Leben zurück. Ich habe drei Kinder, ich hab Verantwortung. 4 Monate lag Ludger damals in dieser Klinik. Jetzt ist er hier, weil eine Wunde, die durch das ständige Sitzen im Rollstuhl entstanden ist, nicht verheilt. Dr. Thomas Meiners, der Chefarzt, ist ein Freund aus Kindertagen. Ja, das ist prima. Also die Entzündungszeichen sind weg, das heilt. Ne? Gucken wir mal. Ich würde es jetzt ein bisschen kleiner werden lassen und dann entscheiden wir zusammen, ob du frühzeitig in den Stuhl kannst oder nicht. Ne? Ja, also das ist ja gut, Muskel drüber, brauchst keine Bedenken haben jetzt. Schon damals nach dem Unfall war Dr. Meiners der behandelnde Arzt. Mit ihm konnte Ludger offen über seine Ängste, über seine Sexualität reden. Dass sich das ändert, das war klar. Die Erwartung, wie es sein wird, das war erstmal offen. Das war erstmal offen. Also meiner Frau damals im
bei den Besuchen hier haben wir darüber noch nicht geredet. Dann kam der Tag der Entlassung. 4 Monate lang hatte sich Ludger auf diesen Tag gefreut. Endlich wieder nach Hause zu seiner Familie. Er hoffte, seine Frau würde ihm beistehen, um mit der Behinderung fertig zu werden. Nach meiner Rückkehr aus der Klinik stellte sich verhältnismäßig schnell heraus, dass etwas nicht stimmt. Und das war dann eigentlich eine unerträgliche Situation. Man merkt irgendwie, die Ehe funktioniert nicht mehr. Irgendwo ist der Wurm drin, es stimmt was nicht. Und die Fronten sind unklar. Sie ist mit den Kindern gemeinsam aus dem Haus raus, ist in dem Ort geblieben und ist eine neue Ehe eingegangen. Seine Frau Annette ist bei Stefan geblieben. Einige wenige Freunde auch. Sie haben dafür gesorgt, dass im Garten nichts mehr an den Unfall erinnert. Lass dich los, gell? Heute ist es das erste Mal, dass Stefan zurück an die Stelle kommt, wo sich sein Leben so dramatisch verändert hat. Hier war ich schon. Ewig nicht. Hier warst du ewig nicht, gell? Nee. Doch. Hier war ich. Hier kann ich mich noch dran erinnern. Hier hat man meinen Baum gestanden, mein Lieblingsbaum. Ich war eigentlich der, wo man aufsieht. Und das hat man auch genossen irgendwo. Und jetzt, sage ich mal, ist es halt nicht so der Fall. Also ich bin halt auf meine Frau wirklich so angewiesen, mehr wie sie auf mich. Was eigentlich früher gerne, ich war der, das Geld nach Hause bringen wollte. Ich wollte für die Familie da sein. Ich wollte bauen. Heute baut meine Frau lieber mehr wie ich. Ich stehe da und sage ihr, wie sie es zu machen hat. 3 Wochen lang musste Ludger liegen. Zu groß war die Angst der Ärzte, dass die Wunde wieder aufreißt. Heute, endlich, darf er zum ersten Mal für eine kurze Zeit in den Rollstuhl. Die Aussicht, auf eine halbe Stunde sitzend die Welt zu sehen, macht nicht nur ihn glücklich. Seine Freundin Helga hat ihn seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Er wollte das nicht und ist doch froh, dass sie endlich da ist. Seit 15 Jahren sind die beiden ein Paar, sind gemeinsam um die halbe Welt gereist. Freunde und Bekannte stellten Helga oft die Frage, warum sie sich ausgerechnet in einen Rollstuhlfahrer verlieben musste. Helga hatte keine Antwort. Sie hatte eine Ehe hinter sich, lebte allein, glücklich, finanziell unabhängig und unternehmungslustig. Dann traf sie zufällig die Liebe ihres Lebens. Ich habe Ludger kennengelernt beim Einkaufen. In unserem Einkaufszentrum gibt es ein Café und ich dachte, trinkst jetzt noch einen Kaffee und dann fährst du nach Hause. Und dann stand er da und hat gesagt, wow, war ein toffer Typ. Weißes Hemd, braun gebrannt, gelbe Fliege. Hab gefragt, ob ich mich zu dir setzen darf. Ja, ins Gespräch gekommen und das war's. Das war's. Ja, ich habe den Rollstuhl, den habe ich überhaupt nicht beachtet. Der existierte für mich nie. Dieser Rollstuhl existierte für mich nie. Ist doch ganz schmal geworden, Ludger. Normalerweise hat er so einen Body. Ne? Aber das ist nach 4 Wochen. Aber das ist alles. Deswegen will ich jetzt ja auch noch ein bisschen hier noch was abgeben. Tun. Noch was tun. Leicht und selbstverständlich ist im Leben von Stefan und Annette nichts mehr. Ohne die Hilfe seiner Frau kann Stefan das Haus nicht verlassen. Ein behindertengerechtes Auto kostet Geld und wurde noch nicht genehmigt. So fährt Annette zwischen Haushalt, Job und Kind ihren Mann jede Woche 3-mal zum Training, zur Physiotherapie. Aus der Ehefrau, Geliebten und Mutter ist noch eine Krankenschwester, Fahrerin und Betreuerin geworden. Zeichen sind weg, das halt. Ne? Gucken wir mal. Ich würde es jetzt ein bisschen kleiner werden lassen und dann entscheiden wir zusammen, ob du frühzeitig in den Stuhl kannst oder nicht. Ne? Ja, also das ist ja gut, Muskel drüber, brauchst keine Bedenken haben jetzt.
Schon damals nach dem Unfall war Dr. Meiners der behandelnde Arzt. Mit ihm konnte Ludger offen über seine Ängste, über seine Sexualität reden. Dass sich das ändert, das war klar. Die Erwartung, wie es sein wird, das war erstmal offen. Das war erstmal offen. Also meiner Frau damals, bei den Besuchen hier, haben wir darüber noch nicht geredet. Dann kam der Tag der Entlassung. 4 Monate lang hatte sich Ludger auf diesen Tag gefreut. Endlich wieder nach Hause zu seiner Familie. Er hoffte, seine Frau würde ihm beistehen, um mit der Behinderung fertig zu werden. Nach meiner Rückkehr aus der Klinik stellte sich verhältnismäßig schnell heraus, dass etwas nicht stimmt. Und das ist eine unerträgliche, das war dann eigentlich eine unerträgliche Situation. Man merkt irgendwie, die Ehe funktioniert nicht mehr. Irgendwo ist der Wurm drin, es stimmt was nicht. Und die Fronten sind unklar. Sie ist mit den Kindern gemeinsam aus dem Haus raus, ist in einem Ort geblieben und ist eine neue Ehe eingegangen. Seine Frau Annette ist bei Stefan geblieben. Einige wenige Freunde auch. Sie haben dafür gesorgt, dass im Garten nichts mehr an den Unfall erinnert. Lass dich los, gell? Heute ist es das erste Mal, dass Stefan zurück an die Stelle kommt, wo sich sein Leben so dramatisch verändert hat. Hier war ich schon. Ewig nicht. Hier warst du ewig nicht, gell? Nee. Doch. Hier war ich. Hier kann ich mich noch dran erinnern. Hier hat man meinen Baum gestanden, mein Lieblingsbaum, den ich abgeworfen hat. War doch hier. Hier. Hier, das war die böse Stelle. Erst kurz vor dem Unfall hatten die beiden dieses alte Haus gekauft und wollten es gemeinsam renovieren. Stattdessen geht es nun darum, das Haus behindertengerecht umzubauen. Dafür kämpft Annette bei den Behörden um jeden Cent. Allmählich wurde deutlich, die Rollen in der Familie haben sich verändert. Aus dem Macher Stefan wurde der Beobachter, der immer mehr verzweifelte. Programme für Behinderte entwickeln. Stefan ist und bleibt ihre große Liebe. Auch wenn die Sorglosigkeit ihres früheren Lebens nur noch Erinnerung ist. Also die Liebe ist ja da, aber es ist nicht nur Liebe, es ist auch innigste Freundschaft. Ja? Es ist Vertrauen, man muss sich ja öffnen. Du bist das ja gezwungen. Hast du Geheimnisse, funktioniert es einfach nicht. Du musst einen Weg gehen, du musst sagen, wenn dir was nicht passt. Wenn ich jetzt mich verschließen würde und sage und alles hinnehmen würde und immer nur machen, jeden Tag funktionieren und eben nicht mal ausbrechen, dann würde es nicht gehen, dann würde ich irgendwann auch abschalten. Und das weiß er, das weiß ich. Und genauso ist es halt bei ihm. Er muss mir ja sagen, wie es ihm geht. Oder was er gern möchte, was er nicht möchte. Und deswegen, also, er ist meine Vertrauensperson, klar. Er ist mein Freund, mein bester Freund. Mein Ehemann, Vater unserer Tochter, natürlich. Und das ist alles mehr gewachsen. Also das ist inniger, das ist offener auch. Zärtlicher. Viel, viel intensiver jetzt wie früher, muss ich sagen. Obwohl dieser schlimme Unfall passiert ist, aber man merkt halt, die Liebe ist viel, viel intensiver geworden. Alles, es ist alles harmonischer, lockerer. Man macht sich halt weniger Stress im Alltag. Und das ist halt das Schöne. Die Tage im Krankenhaus sind einsam. Das Alleinsein unterbrochen für einen kurzen Moment. Ludger hat wieder Zeit, darüber nachzudenken, wie es war, als aus der schlimmen Ahnung Gewissheit wurde. Damals, nach dem Unfall. Natürlich tastet man ab, wo beginnt das Gefühl. Aber das kann man im Prinzip ja nur an der Haut erst einmal und an der Muskulatur. Meine Lähmung ist, also TH10, das ist ungefähr Bauchnabelhöhe. Aber ich kann meine Bauchmuskulatur noch weiter drunter, auch bewusst noch nutzen.
Und natürlich versucht man immer noch zu ertasten und immer herauszufinden, ob sich das auch verändert. Die Entdeckung des neuen, anderen Körpers. Der Querschnitt hat an Sexualität etwas genommen, aber, und das ist, kann man erst am später sagen, er hat, so empfinde ich das jedenfalls, er hat mir aber auch etwas Neues gegeben. Also das kann ich jetzt nur für mich jetzt so darstellen, ist, dass es vergleichbar ist mit anderen, mit Blinden, die ein besseres Hörgefühl haben. Wenn eins bedeutet aber nicht, dass jede Sexualität, wenn man das so sagen, damit nicht mehr existent ist. Natürlich das, was man unter bisheriger Sexualität oder, naja, wenn man das reduzieren will auf Orgasmus, dieser Trieb, der ist weg. Das ist genommen. Wenn manche Sinne schwinden oder nicht mehr da sind, andere Sinne gestärkt werden. Und es ist eben halt schon so, dass das Tastgefühl, die Reaktion des anderen auf Berührung, das kann man fühlen. Und das ist etwas, was ich vorher nie erlebt habe. Ich habe mich selber gewundert, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tastgefühle und Berührung, dass das so intensiv sein kann. Man braucht jemanden dazu, der das auch zulässt und von dem man dieses Feedback bekommt. Auch Stefan hat sich verändert. Er ist liebevoller, verständnisvoller, entspannter geworden. Alle, Freunde und Familie, empfinden es so. Annette freut sich darüber und macht sich doch gleichzeitig Gedanken über den neuen Stefan. Ängste sind auch, ja. Ist er jetzt nur so nett immer und so lieb und so offen, und weil er weiß, er ist auf Hilfe angewiesen? Oder ist es so, weil er mich wirklich liebt? Ne? Ist das jetzt einfach für ihn nur der Druck, er muss nett sein, oder macht er das aus freien Stücken? Ne? Weil er weiß, er steht ja sonst erstmal alleine da. Wer soll es denn sonst alles machen? Das sind immer so Sachen, ja, das... Diese Bestätigung halt zu wissen. Oder dann auch, bin ich gut genug für ihn? Wenn ich ihn jetzt anfasse oder sonst irgendwie, spürt er das so wie früher? Oder eben nicht? Diese Zweifel versucht Stefan Annette zu nehmen. Auch indem er ihr Auszeiten gönnt, wie diesen Motorradausflug mit einem Freund aus Kindertagen. Eifersucht auszusprechen oder zu zeigen, das möchte, das darf Stefan sich nicht erlauben. Annette ist 30 Jahre alt, hat selbst eine Krebserkrankung überstanden. Gerade als sie zusammen mit Stefan anfangen wollte, ihre Träume zu leben, kam dieser Unfall. Den Gedanken einfach abzuhauen, hat Annette nie zugelassen. Ihr reicht diese eine Stunde, in der sie davonfahren kann. Wie lange sie dieses Leben noch aushält, darüber macht sich Stefan Sorgen. Er hat Angst, dass sie eines Tages nicht wiederkommt oder wiederkommt, um ihm zu sagen, dass sie geht. Klar muss ich auch alleine kommen, indem, wenn sie weg ist. Dann aber das ist nach 4 Wochen. Aber das ist alles. Deswegen will ich jetzt ja auch noch hier noch was tun. Noch was tun. Leicht und selbstverständlich ist im Leben von Stefan und Annette nichts mehr. Ohne die Hilfe seiner Frau kann Stefan das Haus nicht verlassen. Ein behindertengerechtes Auto kostet Geld und wurde noch nicht genehmigt. So fährt Annette zwischen Haushalt, Job und Kind ihren Mann jede Woche 3-mal zum Training, zur Physiotherapie. Aus der Ehefrau, Geliebten und Mutter ist noch eine Krankenschwester, Fahrerin und Betreuerin geworden. Wie lang kann Annette diese Belastung noch aushalten? Stefan weiß um diese Belastung und kann daran doch nichts ändern. Na, es ist schwer für ihn. Ich meine, er hat ja früher was dargestellt. Ne? Er war Türsteher, er war Bodybuilder, er war Fitnesstrainer, er war Maurer, er war Vater, er war Ehemann, der das Geld gebracht hat und natürlich auch seine Familie beschützt hat. Früher war er halt sehr
von sich eingenommen und arrogant teilweise auch. Er hatte seine guten Seiten und alles, sonst wäre ich ja nicht bei ihm, gell? Aber er war schon sehr der Egoist, würde ich sagen. Und ich denke mal, jetzt in der Position, wo er weiß, wo er mit seinen eigenen Gefühlen ja konfrontiert wird, er muss sich damit ja auseinandersetzen, wie die Situation gerade ist. Er muss ja zeigen, mir geht's jetzt scheiße. Ansonsten kann er ja keine Hilfe bekommen. Da ist es so, dass er jetzt auf die Leute zugeht und jedem alles recht machen will, dass er nicht mehr der Mittelpunkt sein muss. Er will das gar nicht mehr. Er will sich lieber zurücknehmen und allen anderen soll es gut gehen. Ja? Gerade auch seiner Tochter oder mir. Also, das war früher nicht so der Fall. Annette und Stefan haben sich ihre Liebe geschworen. In guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt, in schlechten Zeiten, ist sie nicht nur die Ehefrau, sondern auch seine Fitnesstrainerin. Für Stefan ist vor allem sie sein Grund, nicht aufzugeben. Vielleicht, so hoffen beide, kann Stefan in seinem früheren Beruf als Fitnesstrainer wieder arbeiten. Trainingsprogramme für Behinderte entwickeln. Stefan ist und bleibt ihre große Liebe. Auch wenn die Sorglosigkeit ihres früheren Lebens nur noch Erinnerung ist. Also die Liebe ist ja da, aber es ist nicht nur Liebe, es ist auch innigste Freundschaft. Ja? Es ist Vertrauen, man muss sich ja öffnen. Du bist das ja gezwungen. Hast du Geheimnisse, funktioniert es einfach nicht. Mit Vorspiel, mit allem, was früher einen gar nicht interessiert hätte. Dieses Vorspiel musste nicht sein. Hauptsache los und fertig. Man sagt ja immer, die Männer sind nicht so ausdauernd. Ich habe da schon jetzt manchmal so meine Probleme. Weil es kann sich stundenlang hinziehen, man kann das ausdehnen. Und man kann so viele Sachen machen, das kann man gar nicht beschreiben. Wenn man mich am Ohr küsst, habe ich wie so ein Kribbeln. Also man schüttelt sich regelrecht. Also ganz komisch, so wie wirklich, wie wenn man so einen kleinen Schüttelfrost hat, so ist das halt. Aber es ist sehr erregend. Also es ist nicht abschreckend. Das ist meine Lust jetzt. Also ich merke es ja auch an ihm, wenn dann die Gänsehaut auf einmal kommt. Ne? Wenn man nur so leicht über den Arm schon allein streicht. Und das sind halt so Sachen, das war vorher hat man da halt nicht so aufgepasst. Da fässt man hin oder streichelt hin und das war egal. Jetzt ist ja der Reiz schon allein da. Wie kann ich den anderen herausfordern? Ja? Und das ist ja das von jedem Mal zu jedem Mal entdeckt man andere Sachen. Ich komme halt nicht zu diesem Orgasmus, das habe ich halt nicht, aber ich habe trotzdem diese Erregung und dieses Gefühl dafür. Die ganze Familie ist von der Querschnittlähmung Stefans betroffen. Jeder achtet darauf, dass es dem Sohn, dem Ehemann, dem Vater gut geht. So überwacht die 10-jährige Jamie streng die Medikamenteneinnahme. Eine Querschnittlähmung verändert auf dramatische Weise das Leben, nicht nur das des Kranken. Alles wird in Frage gestellt. Gesundheit, Arbeitsfähigkeit, die Freiheit und eben auch die Sexualität. Wie kann das Leben weitergehen? Es geht weiter, aber anders. Lütke hat die Veränderungen seines Körpers angenommen und akzeptiert. Funktion wie vor dem Unfall, das wird nie wieder sein. Das bedeutet aber nicht, dass jede Sexualität, wenn man das so sagen, damit nicht mehr existent ist. Natürlich das, was man unter bisheriger Sexualität oder, wenn man das reduzieren will, auf Orgasmus, dieser Trieb, der ist weg. Das ist genommen. Wenn manche Sinne schwinden oder nicht mehr da sind, andere Sinne gestärkt werden. Und es ist eben halt schon so, dass das Tastgefühl, die Reaktion des anderen auf Berührung, das kann man fühlen.